Kann ich die nicht direkt am Strand bauen? Ist doch alles Strand, oder nicht? Ach, hier wäre Strand und da auch. Da nicht? Aber es ist ein Strand. Es ist als Strand gekennzeichnet. Ist ja doof. Wollen wahrscheinlich direkt am offenen Meer leben. Na gut, dann bauen wir die hier mit hin. Ah, okay, die müssen so ausgerichtet sein, dass die aufs Meer gehen, ne? Nee, auch nicht. Hä? Dieses Gebäude kann nicht planiert werden. Dieses Gebäude ist nicht an das Stromnetz. Ach, das Stromnetz. Deswegen. Okay, dann brauche ich erstmal Windturbinen. Mehr grüner Strom. Noch mehr grüner Strom. Die Baupläne für unser neues, ehrgeiziges Projekt fallen hinter den Zeitplan zurück, Präsident. Wir haben also viel zu viel zu bauen, aber da müssen wir jetzt durch. Da haben wir keine andere Wahl, als das abzuwarten. Die Hütten gehen zurück, das ist sehr gut. Dann bauen wir mal noch ein paar Häuser. Infrastruktur nicht, Unterkunft, Mietshaus. So, und wir lassen jetzt wieder Leute in unser Land. Friss oder stirb, erhöht die Auswanderung abhängig von der Fertigkeit der Arbeiter. Unglückliche Bürger verlassen die Insel zuerst. Qualifizierte Arbeiter, offene Grenzen, keine Auswanderung. Offene Grenzen. So. Okay, läuft. Läuft sogar wunderbar. Nur soll ich eigentlich eine Farm mit Essen bauen? Das heißt, Papayas machen wir hier noch mit hin. Okay, jetzt haben wir wirklich alles, was wir brauchen. Warten wir eben nur auf die Schiffe, die noch ein bisschen was transportieren. Das Hotel-Hochhaus ist fast fertig. Strandvillen können jetzt also gebaut werden. Ah, nee, noch nicht. Ich brauche erst ein Umspann.
Okay. Die Menschen, sie leiden. Steigern Sie die Zufriedenheit mit dem Gesundheitswesen auf 80. Das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Kliniken bauen. Nummer 1. Klinik Nummer 2. Kommt hier mit hin. So. Klinik Nummer 3. Kommt hier oben mit hin. Okay. Das müsste reichen. Hoffe ich zumindest. Dann gibt es genug Leute, genug Ärzte für ganz, ganz viele Besucher. Nur das Krankenhaus ist ein bisschen überfordert. Aber das ist okay. Die Zufriedenheit ist jetzt mittlerweile bei 59%. Nicht eine Sache wird rot angezeigt, sogar die Unterhaltung ist bei 40%. Alles ist gut. Die allgemeine Zufriedenheit, Gesamtansehen nur bei den Umweltschützern. Ist es ziemlich tief? Die Religiösen sind bei 65%, das heißt, wir könnten eigentlich eine neue Kirche bauen. Haben sie auch bitter nötig. Da ist eine. Bauen wir hier unten noch eine mit hin. Und alles ist gut. Dann lieben die uns. Präsidente, das von unserem Außenminister organisierte Rockkonzert war ein Riesenerfolg. Okay, alle internationalen Dinge verbessern sich um 10. Bing. Das ist super. Fürchte dich nicht, der Präsident ist hier. Nein, ich fürchte mich doch nicht. Niemals. Gesamtansehen sieht gut aus. So, und wie sieht's aus mit dem Ausland? Oh, bis auf die UdSSR liebt uns jeder. Ich habe einen Geheimauftrag für Sie genossen. Ich soll Rum exportieren. Das ist eine Schmuckfabrik. Zucker wird gerade schon fertig gemacht, dann exportieren wir doch mal Rum. So, erstmal Importe zulassen. Da ist schon wieder jemand, der uns Geld bringt. Das ist super. Mach mal schnell bauen. Das dauert mir zu lange. Alkohol ist immer noch verboten. Das werden wir jetzt erstmal rausnehmen. Auswärtiges Amt, Inneres, Allgemein. Verteidigung, Inneres. Prohibition, Erlass aufheben. So, alles verbessert. Dann an die Arbeit. Schön Gewürz rummachen. Oh, nochmal richtig Kohle gefahren. Sehr nice, sehr, sehr nice. 150.000 und die Hilfen aus den jeweiligen Ländern sehen auch gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. Die Wahlen werden bald wieder stattfinden. Wir sind jetzt sogar beim Gesundheitswesen bei 55 von 80. Dann können wir ja jetzt für den wahren Anführer zahlen. 60.000. Es fehlen noch ein paar. Wenigstens haben wir ihn, Präsidente. Ein mysteriöser Mann, genannt Don Moriarty. Er zog von Anfang an die Fäden der Verbrechersyndikate auf der... Moriarty erinnert mich an den Verbrecher aus Sherlock Holmes. Wir wissen, wer er ist und wir müssen ihn lediglich festnehmen oder ihn anderweitig loswerden. Dann wird die Insel endlich uns gehören. Ansehen. Muy buenas. Festnehmen. Du bist also dieser Mafia-Boss, ja? Verkleidet als irgendjemand, der irgendwo arbeitet. Dich krieg ich. Oder meine Polizisten kriegen dich. Er geht ins Parkhaus. Nein, er fährt weg. Wo fährt er hin? Okay, er wurde gestoppt vom Polizisten. Sehr gut. Und der treibt ihn jetzt ins Polizeipräsidium oder ins Gefängnis. Und dann gehört die ganze Insel uns. Gott, sind wir geil. Aha. Aha. Don Moriarty, Polizist. Oh, der hat sich sogar als Polizist verkleidet. Na, kein Wunder, dass er die ganze Zeit wusste, was wir vorhatten. Das ist ja fies. So,
So, die Hütten sind weniger. Oh Gott sei Dank. Und allgemein sehen wir richtig gut aus. Okay, gewonnen. Ich hasse Verbrecher. Sie saugen Land und Leute aus. Ich wollte Isla Oscura zu einem sauberen Ort machen. Und ich tat es. Ich habe mich um die Familienbanden und die Dons gekümmert. Meine Freunde haben sich von mir abgewandt. Schlimmer noch, mein Mentor hat mich betrogen. Er hatte nicht mal den Mumm, mir ins Gesicht zu blicken. Meine Rache wird grausam sein. Doch ich werde geduldig sein. Warten, bis die Zeit reif ist. Und dann werde ich es ihm zehnfach zurückzahlen. Oh, das erinnert mich an so manche Leute, die auch gerne Rache üben. Also, das Today Magazine sagt, US-Präsident ermordet, Schütze soll ein Einwohner Tropicos sein. Außerdem das Horn am Sonntag, Präsident Richards legt den Amtseid ab. Gut, auf geht's in die nächste Runde. Wir haben mit diesen Punkten sehr, sehr viel erreicht. 20.000 Punkte bekommen, finaler Punktestand. Es gibt 3 Sterne, die wir wieder irgendwo verteilen können. Schweizer Bankkonto ist bei 41.000, gerade mal. Wo wir eigentlich schon bei über 100.000 waren, 400.000, fast 500.000. Ruhm 5 Punkte und Kampagne insgesamt 128.944 Punkte. Ich scheine auf mich allein gestellt. Zeit, um neue Pläne zu schmieden. Doch diesmal will meine Rache gut geplant sein. Ich werde die Verantwortlichen finden und sie für das büßen lassen, was sie mir angetan haben. Doch dafür brauche ich Geld. Darum bin ich nach Nueva Esperanza gereist, einer vielversprechenden Insel mit nur wenigen Einwohnern. Ich werde die Unerwünschten, Unterdrückten und Verzweifelten dorthin rufen und anführen. Mit einer Insel voller Menschen finde ich einen Weg, Geld zu verdienen. Hey, ja, das kann ich nur bestätigen, denn je mehr Leute wir haben, die für uns arbeiten, desto mehr Geld haben wir. Wir werden uns also im nächsten Part wiedersehen mit der nächsten Aufgabe, mit der 9. von 20. Und dann sind nur noch 11 übrig, wenn wir die geschafft haben. Nee, dann sind bloß noch 10 übrig. Nee, dann sind 11 übrig. Ach Gott. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Bis gleich.